Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Minecraft-Unterhaltung. Wir sind zurück in Part Nummer 87. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir mehr Zeug brauchen, was wir nicht brauchen. Jetzt denkt ihr bestimmt, wie? Ja. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass unser Fehlen an diversen Rohstoffen, vor allem an Diamanten, doch ein ganz schönes Problem darstellt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie man relativ realistisch zu einer sinnvollen Lösung kommen kann. Und Redlet sei Dank, falls er es sehen sollte, merci beaucoup. Ich bin darauf gekommen, dass man durchaus auch andere Kohlehydratinhalte, Moment, anders, Kohlehydrat beinhaltende Materialien verwenden kann. Ja, und zwar sieht der Spaß folgendermaßen aus. Ich wollte jetzt gerade einen Keks essen, geht leider nicht. Wir schnappen uns mal ein wenig Weizen. So. Davon haben wir ja nun nicht allzu wenig. Und aus dem Weizen basteln wir mal was. Und zwar ein Plant Ball. Kennt ja jeder. Den hauen wir in den Kompressor. Also jetzt nicht wundern, die Module, ich erkläre euch gleich noch, woher die kommen. So, damit haben wir diese Compressed Plants. Kennt man soweit auch noch. So, jetzt brauchen wir davon mal ein paar mehr. Achso, was mache ich denn hier? Ich mache es mir heute auch wieder schwerer, als ich eigentlich will. So. Ach, ist das schön mit den Modulen. Ja, kurz zur Erklärung. Ich habe aus den Maceratoren unten jeweils zwei Module entfernt. Mit sechs laufen die nämlich immer noch schnell genug und fressen nicht so viel Energie, dass man, naja, im Grunde nicht mehr hinterherkommt. Darum sind jetzt nur noch sechs drin. So. Na, viele haben bestimmt schon so ein bisschen eine Ahnung, was man damit machen kann. Ich muss jetzt gerade mal selber überlegen. Na, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie genau das war. Hey, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ich hab's selber noch nicht ausprobiert. Gebe ich ja ehrlich zu. Naja, das war's auch nicht. Ah, Sticky Resin. Ich wusste doch, dass es ein Material war, was wir zuhauf haben. So. Organic Mesh. Schön. Und wenn wir die jetzt... Ich weiß gar nicht, ob die vorher noch komprimiert werden muss oder nicht. Ja, komm, gib wieder her. So, glatt mal gucken. Ne, die muss nämlich noch nicht komprimiert werden. Wie ihr seht, der Aufwand ist ein wenig höher. Klack. Aber dank des relativ schnellen Kompressors und da können wir ja auch noch ein Singularity reinbauen. Das sollte ja alles kein Problem darstellen. So. Und ich glaube, das ganze Ding werden wir automatisieren. So. War das immer noch nicht mit dem Ziegelstein? Ach, mit einem Knochen oder mit einem Ziegel. So war das okay. Gut, stellt zwar beides kein Problem dar, aber Ziegel sind leichter zu beschaffen, also nehmen wir Ziegel. Wenn ich denn noch Ziegel habe, ja. Also es ist ein relativ langwieriger Prozess. Und es ist ein Add-on, also für alle, die sich jetzt fragen, oh, wie macht er das? Das ist ein Add-on. So. Und daraus stellt man dann ein Compressed Bioball her. Und den kann man dann zu einem Chunk machen. Und was man mit einem Chunk machen kann? Nun ja, ich denke,
Ihr erinnert euch. So. Aber wie ihr gerade gesehen habt, dafür brauchen wir richtig, richtig viel Material. So, jetzt nehmen wir erstmal die Sachen, die wir definitiv nicht brauchen, nämlich die ganzen Seeds. Ich sollte vielleicht mal aufräumen. Ich hoffe, ich habe jetzt 8 Stück dabei. Ich habe gerade nicht mitgezählt, aber sind mehr. Okay. So. Dann lassen wir ihn hier mal durchrattern. Wir sorgen uns noch ein paar, weil Seeds werden ja draußen in Massen produziert. So, und damit können wir dann nämlich noch 1, 2 Weizenfarmen aufbauen oder Reed Farmen oder was auch immer. Das überlege ich noch, was wir da genau machen. Ich will euch nur mal den Vorschlag zeigen, weil ich natürlich auch denke, ein gewisses Einspruchrecht solltet ihr natürlich auch haben. Kann man eigentlich Ziegelsteine zurückverwandeln? Nee. Einmal zusammen sind sie zusammen. Okay. So. Ja, bastel mal schön. Ich schmeiß mal hier alles rein, was wir gerade nicht brauchen. Na, Brot brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Juju-Matter kann auch ordentlich sortiert werden. Ich will jetzt gerade nichts reinwerfen, was in die Default Route geht. Wäre nicht so günstig, weil hier wird es schon wieder richtig voll. Liegt aber daran, dass ich halt noch nicht alle Gegenstände belegt habe. So, Pipes weg. Und mehr Seeds holen. Obwohl hier so einen halben Stack brauchen wir nicht. Klack, einmal sortieren. Es geht natürlich auch durchaus mit anderen Sachen als nur mit Seeds. Es geht auch mit den Saplings und alles, was halt organisch ist, was auf Kohlenstoffbasis im Grunde aufbaut. Genauso wie Kohle. Also ist es sogar eine relativ realistische Geschichte, was ich damit eigentlich auch rüberbringen wollte, weil ich sag mal so, Holzkohle, auch vielen, vielen Dank für den Tipp übrigens mit dem Mod, den sich da einer hat schreiben lassen. Das ist echt nett, aber aus Holzkohle kann man einfach nicht so ohne weiteres vernünftiges Material herstellen. So, nächster Stack. Nur, dass ihr mal den Umfang seht, weil es ist doch nicht so einfach, wie man eventuell denkt. Nee, die brauche ich nicht. Ich brauche die hier. Ziegel. Ich überlege gerade. Habe ich noch Knochen? 2 Stück. Das heißt, wir brauchen mehr Ziegel. Das heißt, wir brauchen mehr Lehm. Ich gehe mal schnell pennen. Obwohl es auch egal ist. Momentan bin ich eh, dadurch, dass ich gerade rumexperimentiert habe, ohne Monster unterwegs, aber das können wir ja mal schnell ändern. Na los, komm. Hab ich eine Schaufel dabei? Bestimmt. Ja. Oh, das sieht doch hier sehr gut aus. Aber sind natürlich in sehr tiefen Schichten. Da müssen wir uns auch nochmal definitiv behelfen irgendwie. Eigentlich wollte ich nämlich hier... Oh Gott, ey. Das ist definitiv zu tief. Meine Güte, Junge. Ey, ich kann länger Luft anhalten als du. Echt. So, gucken wir mal kurz. Müsste erstmal für ein paar Ziegel reichen. Und ersticken tue ich sowieso schon wieder. So. Ach, ist das schön. Zuckerrohr haben wir auch ohne Ende. Ja, und dann plane ich demnächst mal ein bisschen zu bauen. Ne? Also hier nicht nur die ganze Zeit irgendwelchen technischen Kram herzustellen, sondern auch mal wieder ein bisschen was Schickes zu machen. So. Können wir die hier auch noch herstellen.
ich nicht gerade Ziegel mitgenommen? Doch. Sag ich doch. Ach so. Und schon wieder der gleiche Fehler. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen wacher spielen, ne? So, nur zur Erinnerung. Wir hatten insgesamt fast 4 Stacks Plant Balls. Was dabei jetzt rauskommt, ist ein Witz. So. Mesh. Ziegel. Jetzt 12. Ich glaube, wenn wir gut sind, kommen wir auf 16 oder so. So, lassen wir ihn hier mal kurz arbeiten. Ja, also, wenn ihr da dagegen seid, ist es okay. Schreibt's bitte in die Kommentare. Ist mir recht wichtig. Ich finde, es ist durchaus legitim bei dem Materialaufwand. So. Sticky Resin. Und sind nochmal 2 Stück jetzt. Das ist ja ein Witz. Da kommen wir nicht mal ganz auf. Also, man kommt mit 4 Stacks. Und 4 Stacks entsprechen. Also mit 32 Stacks Pflanzenmaterial kommen wir auf 16 Coalballs. Wird man jetzt noch ein Stack einfach verarbeiten, dass wir das zeigen. Schalala. Nebenbei, vielleicht ist ja ganz wichtig. Also ab dem Wochenende wird es auch Binding of Isaac wiedergeben. Ich hatte jetzt einfach nur keine Zeit, weil ich so viel gemacht habe. So, genau, jetzt haben wir nämlich genau 4 Stacks. So. Und so. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau war. Jetzt hier ein. Ich glaube, hier muss in die Mitte jetzt eine Kohle. Ich weiß nur nicht, ob das auch mit Holzkohle geht. Können wir gleich mal ausprobieren. Holzkohle, Kohle. Also mit Holzkohle geht es auch, okay. Dann bekommt man hier so eine Bio-Chunks. Und die kann man dann nachher hier rein. Nicht? Ach, die werden geschmolzen, okay. So, und dann gibt's hier 2 Coal Chunks. So. Also, 2 Diamanten aus 32 Stacks Biomasse. Ich denke, das ist durchaus legitim und, gibt uns die Chance, unsere Kiste mal aufzufüllen und eventuell mal wieder ein bisschen mehr zu bauen. So. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt im Endeffekt bei euch. Junk. Kekse. Jetzt schmeißen wir die Sachen mal hier rein. Mal gucken, was damit passiert. Und die Ziegel und die anderen Sachen hier vorne.
So, dann würde ich halt mich ranmachen und würde einfach unsere ganzen Forestry-Bereiche noch ein bisschen erweitern und dann wären die Kisten hier auch nicht dauervoll. Geht halt auch mit Saplings. Ich weiß gar nicht, ob das eventuell sogar. Nee, Holz geht glaube ich nicht. Können wir gucken. Plant Ball. Zuckerrohr, Weizen, Samen, Blätter, Saplings, Büsche und Rubber Tree Saplings. Oh, Rubber Tree Saplings geben sogar zwei. Und Saplings auch. Da kriegt man es dann mit der Hälfte des Materials hin. Ja, ist ein kleines, nettes Add-on für Industrial Craft. Und wie gesagt, ich finde es ganz witzig. Auch wenn der Aufwand natürlich extrem hoch ist, wie ihr gerade gesehen habt. Also man kriegt hier keine Diamanten geschenkt. Man kann natürlich damit auch, kann ich euch mal zeigen. So. Usage. Entschuldigt. Kleiner Aussetzer. Usage. Oh, gibt es da noch mehr Rezepte für? Ach ja, klar, die Biozellen kann man damit auch machen, das ist logisch. Und man kann aus den Bio-Balls auch hier dieses Fiber machen, wenn man es im Macerator macht. Und das kann man dann zu Carbon Fiber machen. Das heißt, man kann auch Carbonplatten damit ganz normal herstellen. Nur mal so. Also damit können wir im Grunde einen Teil des Kohlegebrauchs umgehen, obwohl ja Kohle auch langsam wieder ein bisschen, ja, wird schon interessanter. Mal davon abgesehen, dass ich ja hier ein bisschen was maseriert habe. Aber das soll ja für die Solar Panels sein, wo wir eigentlich mal wieder ein, zwei holen könnten. Wie viel brauche ich denn, um ein großes zu machen? Ich habe jetzt hier fünf, also machen wir mal noch drei. Oh. Es ist so geil. Also die Automatik ist echt witzig. Der zimmert hier alles zusammen und ich habe keinen Aufwand mehr mit. Mann, ich weiß gar nicht mehr, was ich im Let's Play machen soll. Ja, jetzt ist alles hier reingeschmissen. Super. Klock, klock, klock. So. Und damit haben wir drei Solarpanels. So, dann brauchen wir einen LVT mal wieder. Ach ja, das war ja relativ easy. Aber dafür gehe ich jetzt hier an die Kupferkiste und hole mir einfach mal ein Stack raus, weil wir haben so viel Kupfer. Boah. Da können wir uns gleich ein paar mehr machen. Kupfer. Achso, ich werde hier mal die Logistikpipe werde ich ja auch reinschmeißen. Holz, 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 Holz. Da können wir hier mal ein Stack Rohholz verballern, weil es so schön ist. So. Das war so und so und so. Weil die LVTs werden wir in Massen noch brauchen, definitiv. Okay. Habe ich noch Kupferkabel hier drin? Ja, ein paar. Ah, so. Und dann kriegen wir erstmal 10 Stück raus. Das ist okay. Okay. Dann das und na, wirst du wohl. Davon brauchen wir jetzt erstmal 8 Stück. Toll, oder? Na, dafür reichen ja die LV. Wunderbar, ab ins Bett, bevor hier draußen alles zuspawnt. Ja. So. Ach ja, genau, ich wollte ja hier mal reingucken.
Ja, langsam aber sicher kommt da ein bisschen was zusammen. Das werden wir definitiv. Wir können ja einfach mal hier. Wie viel Redstone haben wir? Was hat uns das jetzt gekostet? Okay. Ich nehme jetzt nochmal ein halbes Deck raus hier und mache mal nochmal Redstone. Wie man jetzt Diamanten herstellt, wissen wir ja. Oh, das war jetzt natürlich sehr schlau. So. Das schmeiße ich mal mit ins System. Dann können wir mal gucken, ob wir nochmal direkt 8 Stück anfordern können. Oder gleich 16? Ja, 16 Stück können wir anfordern. Sehr schön. Dann können wir noch 2 machen. Dann fehlen uns ja nur noch 5. Hey, super. So, in der Zeit, wo er jetzt bastelt, gucken wir doch mal nach unseren Tierchen. Irgendwie habe ich ein bisschen Panik gerade, dass hier gleich draußen irgendwas rumwuselt. So. Oh mein Gott. Eier. Ja, übrigens finde ich die Idee auch toll, so mit dem mit der automatischen Hühnerfarm und so. Und Eier brauche ich auf jeden Fall. Na, ihr? Ja, habt ihr Hunger? Ich mache gerade euer Futter zu Diamanten. Ja. Nein, die kriegen natürlich trotzdem was zu fressen. Die lasse ich jetzt mal stehen, ich finde die schön. Und brauchen tun wir sie sonst ja momentan eh nicht. Aber wir können mal... Ich wollte gerade sagen, wir können mal Gummi holen. Nein, lieber nicht. Wir können mal hier und bei den Kakteen eine Runde durchs Gemüse laufen. Achso, vielleicht sollte ich nicht dafür sorgen, dass meine Solarpanels auf dem Boden rumliegen, oder? Hallo? Solarpanel? Macht der das erst komplett fertig? Wow. Hätte ich ja gleich mehr anfordern können. Verdammt. So, komm. Hier alles. Einmal eine Runde durch. Übrigens, aus dem Zeug können wir dann theoretisch auch Diamanten herstellen. Das ist natürlich auch schick, wenn wir es noch ein bisschen vergrößern würden. Aber am Anfang brauchen wir es jetzt hauptsächlich, um irgendwann mal die Modulreihen da unten fertig zu kriegen. Aber dafür brauche ich eben nicht nur das, sondern auch Gold und vor allem Lapis, wegen den Extractor-Modulen. Wie sieht es eigentlich aus mit Lapis? Immer noch nicht mehr. Mann. Hallo, craftest du noch? Hallo? Wow, das sieht ja aus wie so ein ewiger Spiegel hier. Also er verschiebt da unten auf jeden Fall noch irgendwelche Sachen durch die Gegend. So. Holz. Kupfer. Sticky Resin. Aus dem Zuckerrohr machen wir gleich Papier. Aber langsam haben wir, glaube ich, genug Papier. Oh ja. Sehr schön. Das braucht hier auch nicht drin sein. Schalala. Mal, irgendwie bin ich heute total sprechfaul. Ich glaube, ich sollte... Oh, eine Solarzelle. Wie lange brauchst du denn bitte? Ich habe jetzt gerade mal 2. Muss ich hier jetzt eine Stunde stehen bleiben oder was? Nee, Freund. So nicht. Das kriegen wir ganz schnell geregelt. Da. Nicht mit mir. So, jetzt kannst du meinetwegen so langsam machen, wie du willst. Ist mir egal. Kannst ja alles schön hier reinschmeißen. So, die beiden kommen hier rein. Dritte ist auch schon da. Low Voltage Array kann da auch schon mal rein. So. Und dann kann er meinetwegen sich zu Tode craften und ich muss hier nicht die ganze Zeit daneben stehen. Ach ja, genau. Ich möchte auf jeden Fall eine Sache machen, die mir noch sehr auf der Seele brennt. Und zwar möchte ich gerne noch eine Canning Machine. Ja, ein bisschen was Sinnvolles noch machen. Zinn, Maschinenblock und ein Schaltkreis. Das ist ja nicht so schwer.
Ein Maschinenblock bitte. Und ein Schaltkreis bitte auch. Ja los, das muss aber hier ein bisschen schneller gehen. Oder hast du immer noch da unten alles belegt? Das vierte Panel erst? Meine Güte. Also, das ist ja lahm. Lahm, 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 lahm. Gut. Zinn brauchen wir auch noch. Das werde ich mal jetzt lieber nicht anfordern, sonst... Ja, oh yeah. Komm. Alles raus. Alles raus. Achso, er braucht ja auch Zinn für die ganzen Batterien, ne? So. Zinn, 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 Zinn. Zinn. Ach, wir werden mal, bevor ich jetzt hier anfange, einfach schon mal... Ne, wie waren das? Das sind Eimer. Da, Tin Cans machen. Sehr schön. So. 40 Stück. Meine Güte. Ich habe 16 Paneele angefordert. Bin ich bescheuert? Ach, deshalb. Verdammt. Ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass hier eine maximal begrenzte Anzahl drin sein darf. Haha. Und er haut hier den Scheiß schön durch. Okay. Nee, da darf nicht nur eine begrenzte Anzahl drin sein, sondern wir machen es einfach ein bisschen anders. Weil wir könnten natürlich da auch einen sinnvolleren Ofen hinbauen. Hat der jetzt echt keinen? Ja, der hat das Refined Iron wirklich aufgebraucht. Tatsache. Und zwar nehmen wir jetzt mal die und die hier. So, komm. Und jetzt arbeite hier mal ein bisschen schneller, bitte. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Er arbeitet natürlich die Sachen alle nacheinander ab. Dementsprechend wird das alles ein bisschen dauern. Ihr könnt es ja hier sehen. Er stellt hier zusammen. Also er hat schon die gesamten Ressourcen drinne. Nur die Generatoren muss er noch bauen. Und dafür fehlen ihm Maschinenblöcke und dafür fehlt ihm Refined Iron. Also. Oh, und dafür fehlt ihm hier Energie. Hm. Klau mal hier bitte kurz keine Energie. Oh Gott, wir müssen dringend unser Energielevel erhöhen. Ich da oben nicht noch, jetzt werde ich einfach mal hier eine Runde schummeln. Ich hatte doch, also schummeln nicht in dem Sinne, sondern ich hatte doch diese blöden Single-Dinger hergestellt. Dann verbrauchen wir die jetzt halt mal. Ich will nur hier nicht die Folge wegen einem Energieloss in die Länge ziehen. Muss ja nun auch nicht sein. Und tschüss! So, jetzt kann er die hier meinetwegen verballern. Ihr seht, wie sinnvoll diese Batterien sind. So gar nicht. Überhaupt nicht sinnvoll. Eine pro Barren bei der Konfiguration. So. Mal schön 40 Stück verballert. Okay, jetzt müsste aber alles nach oben geschickt haben, was wir brauchen. Oh Mann. Gut, dass ich die Solarpanel baue. Ist aber immer noch nicht ganz alles. Woran fehlt es jetzt noch? Maschinenblöcke. Und für Maschinenblöcke fehlt Refined Iron. Also hat er wahrscheinlich zwischendurch schon was verloren. Hm. Was ist das hier? Na los, komm. Na gut, der Rest wird ein bisschen dauern müssen. Das ist ja auch egal. Ja, hier noch 4 Stück. Jetzt. Sehe ich das richtig? Ja. Und danach kann er erst den Chip bauen und oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, aber ich habe dir jetzt hier wirklich jeden
Energieabsauber rausgenommen. Theoretisch müsstest du langsam mal anfangen, hier richtig loszupowern. Dass wir ein Energieproblem kriegen, ist ja unglaublich. Das heißt, unglaublich ist es nicht. Es ist mehr als verständlich. Wie sieht's hier aus? Oh Gott. Okay, den werden wir auch mal ausmachen. Tja, ja. Die liebe Energie, ne? Mal gucken, ob wir ihn ein bisschen überredet kriegen hier mit der Hälfte der... Ne. Da ist fast gar nichts an Energie übrig. Hm. Okay, also ich darf nicht übermäßig bestellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Oh, er braucht noch einen. Tatsache. Aber ihm fehlt doch hier irgendwo eine Batterie, oder? Hm. Vielleicht hatte die auch schon irgendwo im System drin. So, komm, mach hinne. So, liebe Freunde, verbraucht man Refined Iron. So geht man den Eisenvorräten so richtig an den Kragen. Produziert einfach mal unsinnigerweise einen Haufen Zeug. Kann ich hier nicht auf die Crafting, wollte ich doch sagen. Würde ich auch auf können. Plupp, 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 plupp. Weg. So. Schauen wir doch mal. Jetzt haben wir alles. Sehr schön. Und wir haben kein Refined Iron mehr. Tschuck, dafür haben wir eine Canning Machine. Und kein Platz für eine Canning Machine. Hey, super. Ja, da war da unten die Energie sowieso schon bis aufs Limit ausreizen. Treiben wir das Spielchen einfach noch ein bisschen weiter. So. Hier, Goldkabel, komm. Perfekt. Tschack. Kenn's. So, und jetzt zeige ich euch, wofür ich mir das gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür einen Dosenöffner brauche. Naja, mal gucken. Oh. Naja, ein paar Kekse futtern hier. Die bringen total viel immer so. Ein Keulchen, ach, ein halbes sogar nur. Ha! Ja, so kann man Kekse verballern. So. Kann ich jetzt wieder rennen? Natürlich nicht. Doch. Ha. Und rein da. So, und zwar ist eine Canning Machine sinnvoll, um Sachen zu verbrauchen, die man sonst nicht verbrauchen kann. Wie zum Beispiel verrottetes Fleisch. So, da kriegen wir pro Fleisch so eine Tin Can raus. Und die kann man futtern. So. Ist eine ganz lustige Sache, denke ich mal. So können wir unser verrottetes Fleisch verwerten und das können wir auch noch ins System einbinden, wenn wir das wollen. Dann macht das automatisch. Brauchen wir nur eine Satellite Crafting Pipe für, damit da unten immer die Tin Cans reintut und oben das Futter und dann ist schick. Und so kann man verrottetes Fleisch verarbeiten. So. Okay, also wir haben heute Diamanten hergestellt. Wir haben unsere Energie bis aufs Letzte ausgereizt. Wir stellen jetzt hier noch mit 15. Ich brauche aber 16. Das macht mir jetzt aber gerade keinen Spaß. Wo ist meine 16? Ich habe bestimmt eine irgendwo verloren. Ich bestimmt übersehen oder so. Shit. Okay, Achso, hahaha, jetzt muss er hier wieder Refined Iron machen. Eins. Zwei. Naja, wenigstens geht's diesmal vom Energieverbrauch her. Aber es liegt doch daran, dass der Quarry aus ist. Shit.
Das möchte ich natürlich noch beheben, weil das vergesse ich nämlich 100 pro sonst. Denn der ist ja inzwischen schon so, müsste so um die 25er, so zwischen 25 und 30 vom Level her sein. Das heißt, langsam wird es interessant, was auch Diamanten und so weiter angeht. Deshalb damals. So. Ist es wahrscheinlich ganz sinnvoll, den weiterarbeiten zu lassen. Vielleicht finden wir auch mal ein bisschen Redstone und Lapis. So. Sehr schön. Und wir haben drei Low Voltage Arrays. Das heißt, wir haben. Wo ist das dritte? Achso, hier drin. Wir haben jetzt hier in kompakter Form schon mal 24 EU Dauerstrom am Tag. Schön. Schön, 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 schön. Und wir haben irgendwie keine Monster, obwohl ich auf einfach gestellt habe. Habe ich was vergessen? Nö. Nee. Ist an. Ich höre nix. Ich sehe auch nix. Aber gut. Die verstecken sich irgendwo. Die wollen nur, dass ich rauskomme, gucken. Oh, da ist ja auch noch ein großes Projekt von uns. Ja, also wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich mich mal so ein bisschen mit Bauen beschäftigen. Ich denke, das ist ganz witzig. Mal so ein, zwei Dinge hier draußen fertig machen und vielleicht kriegt die Hütte ja doch mal ein Dach. Und, ach so. Ich habe übrigens 1000 Varianten probiert, wie ich dieses Kabel da verstecke. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich will es auch nicht unbedingt zwingend länger machen. Da überlege ich mir vielleicht noch was anderes. Vielleicht legen wir es weiter nach hinten oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Also, sorry, wenn es blöd aussieht, aber es wird noch geändert. Ansonsten hoffe ich, dass ihr trotz der Chaos-Folge richtig Spaß dabei hattet, wieder zuzugucken. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao.